Wenn am 7. Februar die 22. Olympischen Winterspiele in Sotschi eröffnet werden, ist er gerade mal 15 Jahre und 291 Tage alt. Damit ist Marco Ladner der jüngste Wintersportler aus Österreich, der jemals bei Olympischen Spielen teilgenommen hat. Marco, was bedeutet es dir, jüngster österreichischer Wintersportler in der olympischen Geschichte zu sein? Also es ist für mich ein Wahnsinn, dass ich überhaupt Olympia mitfahren darf. Aber dass ich noch der Jüngste bin, das ist für mich schon etwas Besonderes. Bin ich schon stolz drauf. Zu Recht. Jetzt warst du letzte Woche beim Bundespräsidenten und hast die Gelegenheit gleich genützt, um ein Selfie zu machen. Selfie, das sind Selbstporträts. Was hat dir der Bundespräsident gesagt und vor allem hast du das Foto zufällig? Das zeige ich dir gleich auch. Ja, sehr geil. Wer hat schon ein Selfie mit dem Bundespräsidenten? Was hat er da gesagt? Was gibt er da mit auf den Weg? Ja, er hat uns verabschiedet. Das war voll cool eigentlich, dass man das oben mal miterlebt, weil sonst sieht man das allein im Fernsehen. Und das mit dem Selfie hat ihn natürlich voll gedacht. Die Freestyler zeigen Sprünge, Tricks und Manöver. Mut zum Risiko steht an vorderster Stelle. Waghalsige Jumps an der Tagesordnung. Wie entspannt ist jetzt deine Mutter, wie entspannt ist dein Vater, wenn du in der Halfpipe bist? Ja, auf jeden Fall, meine Eltern machen sich einmal Sorgen, das weiß ich, das sagen sie immer öfters. Aber ich habe da gleich, wo ich anfange Skifahren, eigentlich gesagt, es ist mir jetzt zu mitgehen, wenn ich trainiere, nachher müssen wir keine Sorgen machen. Also was ich nicht weiß, macht mich ja, nicht genau. Heiß, nach dem Motto. Not your everyday on the block. He knows how to work with wood. He's got me.